Moin zusammen, wir sind noch einmal an der Kollaustraße. Die Mannschaft ist bereits in ihrem wohlverdienten Urlaub nach dieser ja doch anstrengenden Saison. Es war ja so ein bisschen ein Auf und Ab. Nach dieser enttäuschenden Hinrunde gab es dann diese richtig starke Rückrunde mit vielen Siegen und vielen tollen Spielen. Ja, am Ende gab es dann beim SSV Jahn Regensburg am letzten Spieltag noch einmal ein 0:3. Dennoch wollen wir noch einmal zurückschauen auf das letzte Spiel der Saison 2020-21. Dank der Treffer von Jan George in der 14. und Andreas Albers in der 44. Minute führten die Regensburger zur Pause mit 2:0. In der Mitte des zweiten Durchgangs erzielte Sebastian Stolze dann den Treffer zum 3:0 Endstand. Alles in allem also ein gebrauchter Tag für die Boys in Brown, die die Spielzeit damit schließlich auf dem 10. Tabellenplatz beendeten. Direkt nach dem Spiel in Regensburg ging es für die Kiezkicker dann in die Sommerpause, die bis Donnerstag, den 17. Juni geht. Dann geht's hier zum Trainingsstart zurück an die Kollaustraße. Worauf sich die Boys in Brown in ihrer Pause besonders freuen, das haben sie uns jetzt mal verraten. Ja, eigentlich freue ich mich gar nicht drauf, weil es eigentlich genauso weitergehen könnte. Ich habe total Freude hier mit dem Team. Ich glaube, da spreche ich dem ganzen Trainerteam zu arbeiten. Trotzdem nutzen wir natürlich die Zeit, um zu schauen, wie können wir uns weiterentwickeln. Da haben wir natürlich zwei, drei Gedanken, was für neue Ideen, was für neuen Input wir einbringen können. Und natürlich wollen wir uns auch in gewisser Weise erholen. Und dazu werde ich viel mit meinen Freunden abhängen, auch mit der Familie Zeit verbringen. Ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen und einfach auch mal den Kopf abzuschalten. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, einfach mal zur Ruhe zu kommen und die Zeit zu genießen. Erst einmal meine Familie ein bisschen länger zu sehen als vielleicht anderthalb oder zwei Tage. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten, dann die Zeit zu genießen einfach. Ja, ich finde es eher schade, dass sie jetzt kommt, weil nach dem ersten Einsatz wird sie unbedingt paar mehr Einsätze sammeln und weiter Gas geben. Aber tja, da muss ich halt weiter ackern in der Sommerpause. Ja, das ist eigentlich so die Zeit, wo man als Fußballer am meisten machen kann in der Freizeit und die natürlich auch dann gut nutzen und einfach das Leben ein bisschen genießen. Ja, einfach meine Familie und meine Freunde zu sehen. Das letzte Jahr habe ich die Lea leider nicht so oft gesehen. Ansonsten den Fußball mal beiseite zu legen, den Kopf auszuschalten, zu regenerieren und dann voller Vorfreude zurückzukommen. Wir sind jetzt noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen, denn natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe noch einmal einen Überblick der weiteren Themen aus den letzten Tagen für euch. Der FC St. Pauli hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verzeichnet und Torhüter Nikola Vasil verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei vom ukrainischen Europa-League-Teilnehmer Zorya Luhansk ans Millerntor. Im März gab Nikola übrigens sein Debüt in der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas. Auch auf Seiten der Abgänge gab es erste Entscheidungen. So werden mit Abwehrspieler Daniel Bubala, Torhüter Sven Brodersen und Flügelspieler Rio Miyaichi drei langjährige Kiezkicker nächste Saison nicht mehr am Millerntor spielen. Neben dem Trio wurden auch Tore Reginiussen, der seine Karriere beendet, und unsere Leihspieler Rodrigo Salazar, Dejan Stojanovic und Omar Mamouche in dieser Woche verabschiedet. Alle Abschiedstexte könnt ihr mit den Links in der Videobeschreibung noch einmal nachlesen. Leider kann auch in diesem Jahr der Lauf gegen rechts nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem habt ihr individuell die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, euch anzumelden noch bis zum Ende des Monats gegen rechts. Es ist weiterhin sehr, sehr wichtig, ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Deshalb, liebe Fans und liebe Marathonabteilung, das ist eine super Aktion, die unterstützen wir. Macht alle mit und ich freue mich auf euch, demnächst mit euch um die Alster zu laufen. Bis dann! Zum Abschluss der Saison wollten unsere Boys in Brown euch nochmal richtig Danke für die tolle Unterstützung in dieser Saison sagen, wenn auch leider nur virtuell. Das ganze Video findet ihr hier auf unserem YouTube-Kanal. Ja, hallo liebe Fans, die Saison ist vorbei. Wie ihr wisst, gab es ja zu jedem der 17 Heimspiele einen limitierten Spieltagssprint von Viva Con Aqua. Jetzt hat sich Levi's was Neues einfallen lassen. Es gibt limitierte Trucker-Jackets mit diesem Print drauf, die zugunsten von Viva Con Aqua versteigert werden. Also mitbieten, viel Spaß. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende der Folge angekommen. Und zwar nicht nur am Ende der Folge, sondern auch am Ende der Saison.
Und das heißt, wir verabschieden uns ebenfalls mit diesem Format kurz und knackig erstmal in die Sommerpause. Wir bedanken uns auf jeden Fall sehr herzlich dafür, dass ihr immer eingeschaltet habt, für die ganz vielen lieben Kommentare, die wir uns alle sehr gerne immer durchgelesen haben und auch für das Feedback, das wir uns auch gerne zu Herzen nehmen. Wenn ihr jetzt noch Anregungen, Tipps, Kommentare, Wünsche oder Feedback habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir sind dann zum Start der Vorbereitung oder zur Vorbereitung kommen wir dann wieder zurück mit diesem Format kurz und knackig. Es macht uns auf jeden Fall viel Spaß und wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Abonniert uns auch auf jeden Fall, um nichts zu verpassen, wenn es wieder weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer, bis bald und Forza St. Pauli!